Brian Lassme wechselt zu Arminia, Okugawa fest verpflichtet, Testspiel in Verl vor Zuschauer, kein Plastikloop, das neue Trikot ist da. Das sind unsere Themen für das heutige Video und endlich bin ich wieder da. Ich brauchte einfach mal eine Woche Auszeit von diesem ganzen YouTube-Ding, aber jetzt geht's nach dem Intro wieder richtig los. Der vierte Neuzugang für Arminia steht fest. Brian Lassme wird vom französischen Zweitligisten FC Chonon zu Arminia Bielefeld wechseln. Er unterschreibt einen Vertrag über 4 Jahre bis 2025. In der abgelaufenen Saison spielte er 32 Mal für seinen Verein in der Liga, konnte dabei 9 Mal treffen und 2 Mal vorbereiten. Der schnellste ist er durch seinen 1,92 Meter nicht, aber dafür verdammt flink und trickreich. Ich habe mir mal ein Video von seinem Best-of angesehen und in der Videobeschreibung ist es verlinkt. Da könnt ihr gerne mal draufklicken und ansehen. Damit wird er natürlich positionstechnisch der Nachfolger von Rito Doan, der uns ja bekanntlich verlassen muss. Über die Ablösesumme schweigt der Verein still. Nun schauen wir wie gewohnt wieder auf die Stimmen von Sami Rabi, unserem Cheftrainer Frank Kramer und Lassme selber. Brian ist ein flexibel einsetzbarer Stürmer, der viel Potenzial mitbringt, das wir hier gemeinsam weiterentwickeln wollen. In der zweiten französischen Liga ist es grundsätzlich gar nicht so einfach für Stürmer, trotzdem hat Brian dort seine Torgefährlichkeit bewiesen. Er ist ein Angreifer mit viel Potenzial, der uns sofort weiterhelfen kann. Die Chance in der Bundesliga zu spielen wollte ich unbedingt wahrnehmen, da einige Freunde von mir den gleichen Weg gegangen sind und ich die Bundesliga daher schon gut kenne. Okugawa bleibt. Dies bestätigte RB Salzburg selber und damit ist auch klar, Okugawa wird bis 2024 in Bielefeld unter Vertrag stehen. Auch bei dieser Ablösesumme wird geschwiegen, es wird aber spekuliert, dass ungefähr die Hälfte der Kaufoption sein soll, also circa 1 Million Euro. Wenn dies so sein sollte, good job Herr Rabi, muss man einfach mal sagen, denn genau das war ja der Knackpunkt, RB. Ja, beharrte auf diese 2 Millionen Euro, das war Arminia zu teuer und wenn sie es jetzt für 1 Million Euro hingekriegt haben, perfekt. Oh, wie ist das schön, oh, wie ist das schön, sowas hat man lange nicht gesehen, so schön, so schön. Das am Samstag anstehende Spiel in Verl soll vor 1200 Zuschauer stattfinden. Geil, einfach geil. Angestoßen wird um 15 Uhr am Samstag in der Verler Sportclub Arena. Tickets wird es nur über die Homepage des SV Verl geben. Da könnt ihr ab morgen 12 Uhr reinklicken, dann wird es diese Tickets käuflich zu erwerben geben. Wie viel so ein Ticket kostet, steht noch nicht fest, da dieser Link nicht viel hergibt. Ich blende euch jetzt mal einen Screenshot ein. Aber auf jeden Fall werde ich mich morgen um 12 Uhr ransetzen, um möglichst ein Ticket zu bekommen. Dann gibt es endlich mal wieder einen Stadion-Vlog hier auf dem Kanal. Ah, mir kommen schon allein am Gedanken daran die Tränen. Natürlich wird es diese Tickets nur personalisiert geben. Das Mitbringen des Personalausweises ist Pflicht, genauso wie die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln. Kein Plastikclub, deshalb genug Stoff für Geschichten. Das ist das Motto für das neue Trikot von Arminia Bielefeld für die Saison 2021-2022. Das Trikot soll an die Erfolgsmannschaft der späten 60er erinnern. Ich persönlich meine Meinung, das erste Mal, als ich gesehen habe, dachte ich, oh, 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 was ist das denn jetzt? Aber umso mehr ich mir angesehen habe, ist es dann doch ziemlich, ziemlich nice geworden. Einen Tag später wurde dann auch das Auswärtstrikot und das Ausweichtrikot vorgestellt. Das Auswärtstrikot erinnert so ein bisschen an den Trainingsanzug bzw. an die Trainingsshirts der letzten Saison und das Rote hat man ja auch schon mal öfter gesehen, natürlich in anderen Designs, versteht sich. Im Online- bzw. im Fanshop könnt ihr das Trikot natürlich schon kaufen. Dort kostet es 79,95 Euro. Das soll es also von dieser Folge Alm-Update gewesen sein. Wie gesagt, die Woche nimmt es mir nicht übel, aber eine Woche Pause braucht man halt irgendwann. War klar, dass es kommt. Ja, jetzt geht's wieder richtig los. Ich habe diese Woche Urlaub. Ich hoffe, ich schaffe einige Videos. Und ja, dann würde ich sagen, lasst mir eure Meinung gerne in den Kommentaren unten da zu den ganzen Themen. Und wenn nicht, dann lasst wenigstens ein Däumchen nach oben da. Und ein Abo auf diesem Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und in diesem Sinne bin ich dann raus. Sage, wie es auf diesem Kanal immer so schön heißt, reingehauen und auf Arminia!